So Leute, und damit ein herzliches Willkommen zurück zu Lego Indiana Jones 2, die neuen Abenteuer. Und diesmal in nicht ganz so neuen Abenteuern, denn es geht jetzt in den ersten Film, Jäger des verlorenen Schatzes, nachdem wir in den letzten Parts den Königreich des Kristallschädels vollständig abgeschlossen haben. Also dann, ab in den ersten Teil tatsächlich. Wir starten die Geschichte zusammen mit Indy und... wie hieß der Kleine? War nicht Short Round, das war... Nee, ich komme gerade nicht auf den Namen, sorry. Komme ich nicht drauf. Wird mir aber bestimmt gleich angezeigt, dann. Und dann werden wir es herausfinden, wie er hieß. So, natürlich geht es jetzt um die Bundeslade. Wir spielen leider nicht das legendäre erste Level aus Lego Indiana Jones 1 mit der Kugel, sondern wir fangen direkt in dieser Hütte an, wo Marion arbeitet, um ihr Amulett zu holen. Indy ist natürlich vollkommen aus, Marion mal wieder zu daten. Und da kommt der Stein auch. Da ist der Stein gewesen. Ach, wie heißt denn der Kleine? Meine Güte, wie heißt denn der? Ich komme gerade nicht auf seinen Namen. Aber wir werden es finden, herausfinden. Ja, ja, so müssen wir fliegen. Die Biene, die zeigt uns den Weg, den perfekten Weg an die perfekte Landebahn. Das hat wahnsinnig gut geklappt, würde ich behaupten. Das hat gut geklappt, nämlich überhaupt nicht. Jetzt mal ehrlich, wie heißt denn der Kleine? Sag mal an, Jock hieß der. Meine Güte, ich darauf nicht kam. Naja, egal. Wir gehen in das erste Level rein. In der winterlichen Winterwelt, sozusagen. Die ersten drei Filme werden jeweils nur in einem Kapitel abgehandelt und nicht in... werden jeweils in einem Kapitel abgehandelt und nicht in drei, wie es bei Königreich des Kristallschädels der Fall war. Also werden wir jetzt ein bisschen schneller agieren und mehr Handlungsorte, sag ich mal, sehen. Wer kommt da? Ja. Krasse Kerle. Und Major Tod? Ist er tot? Oder Torth? Irgendwie so, ne? Ein ganz famoser und lustiger Kerl. Ich bin sehr begeistert von ihm nicht. Aber das ist in Ordnung. Wir werden uns hier um das Level kümmern. Er ist mir erstmal nebensächlich, muss ich ehrlich gesagt gestehen. Er ist mir erstmal ganz nebensächlich. Natürlich sollten wir nicht nach Möglichkeit nicht unsere Deckung verlieren. Deswegen basteln wir mal hier den Stuhl auf. Der uns wahrscheinlich nicht allzu viel bringt, aber wir tun mal so, als ob man uns wahnsinnig viel gebracht hätte. Obwohl es gar nicht tat. Naja, aber auch schön, dass wir Jock in der Oberwelt haben, aber ihn letztendlich hier gar nicht spielen, so wirklich, sondern einfach nur Marion. Einfach direkt mit Marion starten. Ist ja auch in Ordnung, nicht? Ist ja auch in Ordnung. Frauenpower ist akzeptabel, ist genehmigt. Muss sein. So. Wir kümmern uns erstmal gar nicht um den Gauner da oben. Stattdessen stecken wir hier alles in Brand. Machen auch das Klavier. Bringen auch das Klavier wieder in Schwung. Spielen vielleicht mal eine Runde dran. Nee, im Prinzip nicht, aber wir holen uns zumindest mal. Wir holen uns zumindest mal die Stats von dem Klavier. Es ist schon wichtig und richtig, dass wir das mal gemacht haben könnten. Ne? So, was macht das hier? Es wirft, glaube ich, Sachen zurück, ne? Es wirft, glaube ich, seinen Strahler zurück, wenn ich mich nicht ganz täusche. Und das kann seinen Strahler zurückwerfen, wenn wir es denn richtig anwenden. Aber ja, hier geht es natürlich darum, dass die Nazis die Bundeslade wollen. Wir kennen das Spielchen doch, oder? Wir kennen es. Wir kennen das da ganz hier doch. Wir haben das ja schon mal gespielt sozusagen, bloß diesmal anders. Ein bisschen anders ist es dann doch, ne? Aber ich sag mal, diese Bar und alles kennen wir auch noch. Und vom ersten Mal spielen. Ein paar Ortschaften erkennen wir dann doch wieder, ne? Ein paar Ortschaften werden wir dann doch wieder erkennen. Es sind natürlich aber insgesamt alles sehr neue Level. Oder alles neue, kurz gehaltene Level. Die im Original waren ja schon alle ein bisschen aufwendiger und länger gestaltet. Werden sie hier eher kürzer und, ja, aussagekräftiger nicht. Aber wenn sie hier alle kürzer sind, ne? Kürzer sind sie alle mal. So viel können wir festhalten. Wenn sie eins sind, dann kürzer. Besser nicht, aber kürzer. Weil ich ja der Meinung bin, man sollte sich mit dem zweiten Teil verbessern, wobei ich dann aber doch sagen muss, Lego Indiana Jones 1 insgesamt gefällt mir doch besser. Allein aufgrund der Tatsache, dass man halt wirklich richtige Level und sowas hat, nicht so wie hier jetzt. Ja doch, dann eher so ein bisschen Kleinkram. Herrscht. Der Kleinkram beherrscht die Welt sozusagen. So, ich würde aber sagen,
Wir versuchen ihm mal seinen eigenen Scheiß in die Fresse zu hauen. Was ja auch ganz gut geklappt hat, ne? Hat ja gut geklappt. Du willst was in die Luft sprengen, kannst du gerne machen. Aber dann bitte auch das hier. Bitte das hier. Danke sehr. Ja, das macht nichts, dass wir jetzt hier gestorben sind. Im Prinzip macht das nichts. Ich nehme das so hin und akzeptiere das, wie es ist. Aber werde mich darüber jetzt nicht aufregen oder echauffieren. Ihr könnt mich mal, ihr kleinen Schläger. Ihr kleinen schärper Schläger. Ihr könnt mich mal. Meine Güte, du kannst mich wirklich mal. Ich will auch hier nur meinen Scheiß aufbauen. Darf ich das denn? Ist das zu viel verlangt, wirklich? Ist wirklich zu viel verlangt? Ich glaube ja wohl nicht. Ich glaube ja wohl nicht, dass das zu viel verlangt sein kann. So, gleiches Spielchen noch einmal. Wir kennen das Spielchen von der anderen Seite bereits. Geht nochmal weiter. Na komm, triff dich. Achso, ja, ja. Wir müssen hier arbeiten gegen den Strom. Nee. Wobei, das war gerade... Ah, wobei. Nee, das war schon richtig, wenn wir es hier hinstellen. Aber der andere muss dann irgendwo da. Nee, hä? Ist doof. Ah, okay. Ich glaube, ja, so müssen wir das abarbeiten. Genau, so geht das. So und nicht anders. Wäre wahrscheinlich auch anders gegangen. Aber so ist es vorgeschrieben vom Spiel. Also machen wir es auch so. Okay. Ich habe mich gerade gefragt, wie geht's jetzt weiter? Er geht einfach nur auf die andere Seite und macht dann aber seinen Scheiß auch gleich wieder mit. Ich dachte, ich muss jetzt hier irgendwelche grundlegenden Regeln beachten, aber die muss ich gar nicht beachten. Einfach nur das gleiche wie jedes Mal. Wie eben auch schon wieder, nachdem wir alle seine Schergen hier beseitigt haben, sollte es weitergehen. Ohne Umstände. Ohne große Umschweife und Umstände, hoffe ich, geht es dann weiter. Du hier, dich habe ich im Auge. Dich hau ich auch deswegen. So, und das hat doch wunderbar funktioniert. Verbrennen wir ihm den Arsch. Oder auch noch nicht. Er möchte dann doch nochmal ein paar extra Schläge haben. Ich verstehe das, ist in Ordnung. Kannst du kriegen. Kannst du kriegen, mein Freund. Wenn du nochmal aufs Maul haben willst, dann machen wir das halt. Bisschen auf die Fresse geben, schadet dir nicht. Ich meine, dein Gesicht ist wahrscheinlich eh sehr verbeult. Zumindest jetzt. Wunderbar. Na, willst du das Medaillon holen? Bist du so dämlich und fest ins Feuer? Ja, er ist so dämlich und fest ins Feuer und setzt den Schuppen in Brand leider auch. Aber springt demnach auch direkt mal aus dem Fenster. Der Vollidiot. Und die Bude stürzt ein, aber halb so wild. Na gut, aber das war auch das erste Level. Ich bin mir sehr sicher, dass gleich Gegner aus dem Schuppen kommen werden, von daher werde ich gleich ins Pausemenü gehen. Warten wir noch ab. Kann noch sicher gleich, ne? Ja. Also ich gehe ins Pausemenü und hoffe, dass euch dieser Part gefallen hat. Wenn es so ist, würde ich mich über ein Däumchen nach oben freuen. Ein Kommentar ist auch sehr gern gesehen. Und um nichts zu verpassen, abonniert den Kanal und aktiviert die Glocke. Bis dahin, sage ich Schizikowski, euer FlassTV. Bye bye.